Ja, Conny und Anja, vielen Dank für die Einladung hier ins Ideen- und Beschwerdemanagement. Ich habe gehört, dass wir heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und mal von euch erfahren, was ihr hier überhaupt macht. Vielleicht stellt ihr euch gerade selber mal vor. Ja, ich bin Anja, bin seit 1986 im Klinikum, habe hier als Krankenschwester angefangen, in verschiedenen Bereichen gearbeitet und bin seit 2003 im Ideen- und Beschwerdemanagement tätig. Die Stelle hat seinerzeit unser ehemaliger Pflegedirektor, Herr Heller, hier eingeführt und seitdem mache ich das. Conny oder auch Cornelia Schlieben, wenn ich mich am Telefon melde. Ich bin seit 1989 hier im Klinikum tätig, habe als Krankenschwester angefangen, habe gemerkt, wie mir diese Arbeit Spaß macht, nicht nur mit Patienten zu arbeiten, sondern auch so ein bisschen Mitarbeiterführung. Und seit 2017 bin ich dann hier im Beschwerdemanagement angekommen. Und auch diese Arbeit macht mir ganz viel Spaß. Jetzt bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, die sich fragt, wie sieht eigentlich euer Arbeitsalltag aus? Wie sieht er denn aus? Was kommt denn bei euch so rein? Jeden Morgen große Fragezeichen, große Erwartungen, weil jeder Tag ist gleich und doch ganz anders. Bei uns ist kein Tag wie jeder andere. Natürlich sind wir um die erreichbar per Anrufbeantworter, der rund um die Uhr bei uns läuft. Das heißt, man kann uns wirklich jederzeit eine Nachricht hinterlassen. Man hat vielleicht auch im Kopf, wie man sich den Tag gestalten möchte und wie man an einer Sache weiterarbeitet und tätig ist. Und dann wird alles anders, weil dann kommt der Anruf oder es klopft an der Tür und es steht ein hilfesuchender oder vielleicht sogar verzweifelter Mensch in der Tür, der gelesen hat, hier ist das Ideen- und Beschwerdemanagement. Können Sie mir vielleicht helfen? Wenn euch dann jetzt so eine Anfrage erreicht hat, wie ist dann der weitere Prozess? Wie geht ihr dann weiter vor? Für uns ist ganz wichtig, egal in welcher Form uns eine Anfrage erreicht, also gerade wenn jemand einen Brief schreibt oder auch eine E-Mail, dass wir wirklich innerhalb von 24 Stunden mit ihm Kontakt aufnehmen, also eigentlich noch am selben Tag. Dann schauen wir, dass wir in irgendeiner Form erstmal mit ihm sprechen. Das löst dann häufig schon Verwunderung aus, weil wir eben wirklich so schnell und zeitnah reagieren und das eben nicht auf die lange Bank geschoben wird. Also es kommt jemand zu uns und hat möglicherweise nur eine ganz kurze Frage, dann ist durchaus möglich, in 5 Minuten ist alles erledigt, weil eine Frage eine Antwort. Und dann können wir direkt mit dem Beschwerdeführer rauskitzeln, wo die Punkte sind, bei denen wir jetzt tatsächlich auch noch was tun können. Oft beginnt ein Telefonat oder eine Beschwerde mit, es ist alles ganz schlecht, es hat nichts geklappt. Und zum Schluss kann man sich lächelnd verabschieden, bekommt dankende Worte, weil es war doch nur ein ganz kleines Missverständnis. Das klingt ja schon irgendwie so, als hättet ihr jeden Tag mit relativ viel Negativem zu tun, wenn ich das richtig raushöre. Wie geht man denn damit um? Was muss man denn hier mitbringen für diesen Job? Um das vielleicht nicht auch mit ins Private zu nehmen? Ich denke, man muss sich an dem Positiven messen. Also an dem, was man tatsächlich auch erreichen konnte. Und nicht von dem, was man tatsächlich von dem Negativen, mit dem man tatsächlich auch jeden Tag bombardiert wird, dass einen das nicht so insgesamt runterzieht, sondern wirklich für sich sagen, okay, da und da habe ich jetzt für den Patienten, für den Angehörigen, habe ich was Positives erreicht. Weil ansonsten ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, dass auf Dauer durchzuhalten. Es hat immer doch irgendetwas Positives. Es kommt jemand und hat eine Frage oder es ist irgendetwas unklar und man versucht herauszufinden, was ist jetzt der Grund für diese Unzufriedenheit. Dann erkennt man das oder dann erkennen wir das und können da in dem Moment helfen und dann ist es nicht mehr so negativ. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Ideen- und Beschwerdemanagement und den Patientenfürsprechern des Klinikums? Wir sind Mitarbeiter des Klinikums und die Patientenfürsprechenden sind ehrenamtlich tätig, mit ganz viel Erfahrung und Verbindung zum Klinikum. Sie haben ein ganz anderes Zeitfenster als wir. Also sie können auch mal am späten Nachmittag einen Patienten noch besuchen oder am Wochenende, so wie es eben gerade passt oder wie es auch mit dem Patienten abgestimmt ist. Was mich jetzt zum Abschluss noch mal brennend interessiert, was macht euch denn am meisten Spaß bei eurer Arbeit? Am meisten Spaß macht mir tatsächlich die Vielfältigkeit, die persönlichen Kontakte, wenn wir zu den Patienten vor Ort auf die Station gehen, wenn wir mit den Mitarbeitenden Kontakt haben und wenn wir durch diesen persönlichen Austausch einfach schon nur, dass man miteinander redet und die Parteien zusammenbringt, viele Dinge einfach aufklären können. Am meisten Spaß an meiner Arbeit macht mir, ich bin
so wie im stationären Bereich auch mit vielen Menschen zusammen. Ich kann weiterhin mit den Mitarbeitern des Klinikums, die mir auch ganz, ganz wichtig sind, weil das sind meine Kollegen seit nunmehr 30 Jahren, in Verbindung stehen und ich kann Brücken bauen zu den Patienten, zu den Angehörigen, zu Lobenden und Beschwerdeführern. Der Kontakt und dass man letztendlich etwas Gutes tun konnte.